Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Wild West, Größe 4x3. Das ist ja eine ziemlich coole Map und, what the fuck, das hat sich richtig so angehört. Das ist ja eine ziemlich coole Map, das gefällt mir auf jeden Fall. Wir spielen auf jeden Fall mit dem Humako zusammen und seinem Freund, weil wir einfach immer noch in der Party sind, mit Humako und seinem Freund, weil mit Humako war ich ja einmal vor irgendwie 2 Folgen in der Party, wegen dem Clan-Prinzip und jetzt ist es halt so, dass ich immer noch mit ihm in der Party bin, weil das Aufnehmen mit ihm in Runden echt gut funktioniert tatsächlich. Und jetzt ist auch noch sein Freund da, das heißt, vielleicht reden die beiden miteinander, das wäre noch cooler, dann könnten wir das hier alles mega gechillt hinkriegen, sonst nicht. Sonst müssen wir uns ein bisschen absprechen über einen Teamchat, was wir sowieso machen müssen, weil ich ja nicht mit ihnen rede. Alles klar, baut einfach. Ihr kleinen Penner, du. So. Ne, das ist ja schön, dass direkt mal alle 3 Spieler mit Blöcken Richtung Mitte rennen. Das hatte ich echt selten in letzter Zeit. So, ich übernehme mit 58 geilen Blöcken. Ja, also Leute, ich freue mich echt mega auf dieses Clan-Prinzip. Das wird echt so übelst geil. Ja, keine Ahnung. Das wird echt mega lustig, weil wir sind, also ich denke, unsere Community spielt auch richtig viel Bad Wars. Und ich habe mega Bock drauf, die Stats anzugucken, die wir dann so aufstellen, wenn ihr alle in unserem Clan drin seid. Wir müssen natürlich auf die Top 1, Leute. Ist ja ganz klar. So, ja, Humako, willst du? Oder soll ich nochmal? Zack, 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 zack. Zack, zack. Na, das ist Technik, die ich da anwende. Das ist die Hochbautechnik. What the fuck, die haben sich einfach noch gar nicht gebaut. Oh, die sind aber hier auch schon da. Die Chiller. Ich hole mir einfach nur Blöcke. Ach, Blöcke. Gold hole ich mir einfach nur. Wobei mich dieser Spieler hier gerade sehr provoziert. Indem er einfach hin und her rennt. Das nervt sehr stark. Kann er mal bitte aufhören, einfach nur hin und her zu rennen? Humako! Du hast ein Schwert. Ich brauche mal hier deine Hilfe. Dieser Spieler provoziert mich sehr. Okay, nice. Ist alles okay. Ich hole mir einen Bogen. Okay, nice. Hier kommt man nicht. Drecksbusch. Geh mal weg hier. Das ist frustrierend. Ey. Das ist echt bitter. 1, 2. Nice. Torben, du bist der Jump'n'Run Master. So, ich hole mir jetzt einen kleinen schnicken Bogen oder den gebe ich dem Humako. Ich glaube, den gebe ich dem Humako. Humako hat sich verdient, hier voll zu equippen. Humako, da. Bitteschön. Humako, nimm das Gold. Da. Nein! Hier, da. Ah, Junge, jetzt nimm das hier, da. So, jetzt hat er das Gold bekommen. So soll das sein. Ich will das Gold nicht, falls du mir das jetzt zurückgeben willst. Kauf dir davon einen Bogen und dann ist gut. Ich möchte rushen, um die Folge ein wenig lustiger zu gestalten. Für unsere Zuschauer, sage ich schon, für meine Zuschauer. Für Tobi, Floris und meine. So. Apropos Tobi, Flori. Tobi wird bald wieder Ender Games bringen, wenn sein Amerikaner weg ist. Das ist nach der ersten Ferienwoche. Dann dürft ihr euch wieder auf Ender Games freuen. Flori wird... Keine Ahnung. Flo wollte mal mit Happy Wheels anfangen. Wird es wahrscheinlich auch bald geben. Muss ich mich nochmal mit ihm absprechen. Aber ich denke, das läuft auch dann. What the fuck? Wie habe ich den Block denn da gesetzt? Das war ja eine richtige Range. Keine Ahnung. Also wir werden bald alle 3 wieder regelmäßig Videos machen, so wie sich das gehört auf unserem Kanal. Damit ihr auch dann wieder alle möglichen Arten von Content habt, die euch so ansprechen. Ob es Minecraft ist, Ender Games, Bad Wars. Vielleicht schafft der Flo es ja sogar, wenn er sich sagt, ja, Happy Wheels mache ich nur dann und dann, dass er sich dann sagt, ja, dann mache ich an einem anderen Tag dafür zum Beispiel Survival Games, an einem anderen Tag oder so. Muss man gucken, aber generell seid ihr ja die Bad Wars Community. Obwohl wir auch, ich möchte auch gerne, wenn wir dann in dem Clan sind, in Survival Games gut abrocken. Das wäre ziemlich nice. Weil Survival Games ist eigentlich auch immer so ein Spielmodus, wo die meisten ihren Skill mit beweisen. Ja.
so ist es eben. Humarco ist leider draufgegangen. Doesn't matter at all. Jetzt habe ich nur gleich ein Problem, weil ich kein Schwert habe, sondern nur so eine dumme Pickaxe. Okay, aber den haben wir erfolgreich zurückgestoßen, den Angriff. Ich habe ihn sogar getötet. Ja, Ravex hat Hex, Leute. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? So. Okay. Ich war noch gar nicht in dem Brunnen, ne? Nee, war ich noch gar nicht. Nee. Den habe ich noch gar nicht angeguckt, mir hier in der Runde. Es hat sich gelohnt. Scheiß Hacker, richtige Naps. Oh Mann. Immer diese Beleidigung, weißt du, das ist echt nicht mehr feierlich. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ist so, schreibt Humarco, einfach nice. Okay, der hat einen Abgang gemacht. Kann man machen. Two Pro Bodies. 22 Gold am Start. Nice, nice, nice. Team Rot ist auch irgendwie chillig. Können wir dir auch so denken. Das ist sinnlos, was ihr macht, bitte. Oh Junge, geht mir doch nicht auf den Sack, wir hacken nicht. So. Don't go me on the Sack. Du regst mich auf. Ah, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Dass die versuchen wollen, sich hier über... Ah, Torben, komm. Irgendwann ist auch mal Schluss hier mit lustig. Bitte verpies dich. Danke. Das war so eine kleine Ablenkung, die da ziehen wollten. Obwohl oben rumzugehen eigentlich noch leichter ist, weil da muss man sich noch nicht mal mehr hochbauen, wenn man das Bett kaputt machen will. Dann geht man einfach darüber und dann ist das easy. So, dem habe ich auch mal wieder kurz gezeigt, wer hier die Macht hat. Nämlich der, der mit dem Bogen in der Mitte steht. Also ich. Das nervt. Das nervt. Ist echt mega nervig. Weil, ach Gott. Nein! Ah ja, Humarco bekommen, ey. Die Two Pro Buddies haben sich Humarco geschnackt. Das ist doof gelaufen. Ja, der erste hat schon das Spiel verlassen, weil wir natürlich die ganze Zeit hacken. Und ja, Hacker sind halt scheiße. Oh, hi! Das ist aber uncool. Verpiss dich. Ach du Kacke. Das war ganz schön knapp. Hätte ich den nicht gesehen, du. Der wäre einfach von hinten gekommen und hätte mich mit meinen 40 Gold getötet. Einer muss halt hier die Mitte übernehmen, das ist wichtig. Irgendwie schon. Schon important. Tatsächlich. Ach, das Gold spawnt unter diesen Armen. Ich wollte die ganze Zeit mal gucken, wo das spawnt. Weil die halt so komisch spawnen. Hi. So, den kannst du mit einem Schlag, glaube ich, kaputt machen. Noch ein Spieler von Team Gelb hat das Spiel verlassen. Tschüss, Schafe. Nochmal Tschüss, Schafe. Oh Gott. Ey, das ist... Oh nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. 40 verkacktes... 40 Gold. Einfach weg. Warum equippe ich mich denn so lange damit? Das war... Und ich werfe einfach alles weg hier. So unnötig. Nice, Humarco. Er schreibt einfach vorher direkt Gelb, euer Bett. Ja, Humarco, aber da war leider gerade ein Gelber in der Mitte, der uns gerade einfach mal 40 Gold weggenommen hat. Also nicht weggenommen hat, sondern 40 Gold von uns zerstört hat. Indem er mich getötet hat. Eigentlich sollten wir uns gerade nicht mit Gelb... Also, wir sollten nicht Gelb auslachen. Gelb kann eigentlich uns auslachen. So, jetzt können wir Gelb auslachen. Das war nämlich ziemlich lustig. So. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Ciao. Adieu, mein Freund. So.
Ich gehe einfach hinten rum, baue mich ganz schnell hoch. Nein, das ist mein Bett, lieber. Oh Gott. Oh Gott. Yo, Leute, was war da los? Richtige Standbilder of Death. So, da kommt Humako mit gelber Lederrüstung. Nice. Das war kurz verwirrend. Aber einer sollte tatsächlich auch auf unsere Base aufpassen, Leute. Sonst ist unser Bett gleich mal ganz schnell weg. As a set. Nicht cool. Okay, das war's, Leute. Nice. Oh Mann, das kann ja nicht wahr sein. Ah, Gott. Gott, Gott, Gott. Das war nicht cool. So. Leute, warum? Warum rennt ihr mir denn alle hinterher? Das war so unnötig. Mann. Viel zu wenig Absprache. Slash B, warum seid ihr mir alle hinterhergerannt? Da wird seid, glaube ich, mit T geschrieben, oder? Oder wird seid da auch mit D geschrieben? Ich weiß es gar nicht. Ich meine mit T. Oder nee, es wird auch mit D geschrieben. Naja, egal. Doesn't matter at all. Eh nicht bewusst wirklich. Das ist auch eine gute Satz. Ja, Torben, es läuft bei dir echt mit deinem Redekünsten. Rechtschreibung wollte ich sagen. Nicht Satzschreibung. I love Alina. Ohne E. Nicht bewusst wirklich. Ach so, okay. Dann macht es mehr Sinn. Gut. Ja. Die I love Alina. Also, ich gucke denen jetzt noch zu, bis sie das hier gemacht haben, weil die werden das machen. Das traue ich denen zu. Die Frage ist nur, wie die das machen. Los zu denen. Hier muss man schnell. Nein, Humako ist tot. Da ist nur ein unequipter. Rennt, Leute. Oh. Ravex hat Chatbomb. Nice. Hat er sich gegönnt. Okay, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist der Vollequipter auch da. Das wird jetzt nichts mehr. Weil Humako draufgegangen ist. Ravex alleine schafft das nicht mehr. Was holt er sich denn gerade hier? Keine Ahnung. Aber das wird nichts mehr, das kann ich euch schon sagen. Hat er Eisenschwert? Ja, das sieht nach einem Eisenschwert aus. Also es könnte vielleicht nochmal spannend werden. Wobei ich eher bezweifle, dass das wird. Humako hätte sich gerade nicht so einfach mit ihm anlegen müssen. Der war ja eigentlich kein allzu großes Hindernis, dieser I love Alina. Beziehungsweise die sehr I love Alina. Diese Person ist lesbisch, dann wäre es eine sie, wenn die wirklich Alina lieben sollte. Ja, dann kill den jetzt. Nice. Los zu den. Los zu denen. Schnell. Nein, er rennt zu uns. Das ist unsere Base. Er kann doch eigentlich den Chat lesen, oder? Oh. Go, go, fuck, fuck. Ja, tut er, wenn er jetzt nicht zu denen rennt. Die equippen sich doch wieder. Ravex, du hast gerade den einzigen Equippen getötet. Ah, jetzt rennt er. Gut, jetzt zieht er an. Nice. Nee, der schafft das noch, ich sag das. Ich sag das euch. Dann haben wir die Runde hier doch noch geholt. Komm, go, go. Vernichte sie. Da oben kommt die Ayla Falina. Der Unequipped ist die ganze Zeit AFK, das heißt nur die ist das Hindernis und die ist direkt weg, wenn er die einmal tötet. Ravex. Dank. Ravex! Holy crap! Das war so knapp, Alter. What the fuck? So, jetzt bau das Bett ab, schnell. Nice! Nice, nice, nice. Und jetzt hol dir die beide. Team Grün, wann wird Team Grün?
Ich glaube, wir waren Team Grün, oder? Ich war jetzt gerade crazy verwirrt. GG Hacker. Nee, alles klar, hat funktioniert. Ja, spitze, Leute. Wir haben die Runde noch geholt. Ganz locker natürlich. Am Ende haben wir dann doch natürlich noch gewonnen, so wie das sein muss. Vielen Dank an die beiden fürs Mitspielen, hat echt Spaß gemacht. Vielleicht sind sie auch noch in der nächsten Runde dabei, was ich denke, weil ich ja gerade im Voraus aufnehme. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Gebt mal 100 Likes für die Leistung von Ravex da. Und ja, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, auch morgen das Video um 14 Uhr sehen wollt, könnt ihr natürlich generell so auf unserem YouTube-Kanal vorbeigucken. Aber ihr könnt auch kostenlos abonnieren, was das Ganze natürlich um einiges einfacher macht. Also würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin einfach haut rein und ciao.